Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Wahrscheinlich habt ihr wegen dem Titel auf dieses Video geklickt, denn in diesem Video ranke ich alle 2020 Lego Star Wars Sets. Und ich will euch jetzt nicht mehr lang so viel nerven und werde jetzt direkt loslegen mit dem Video. Okay, kommen wir nun zu meiner Meinung nach letzten und schlechtesten Set. Ich glaube, was anderes war auf dem letzten Platz eh nicht zu erwarten. Also dieses Set ist einfach nicht gut. Ich weiß, es ist nicht für so ältere Leute gedacht, es ist eher für 4-Plus-Leute. Und als ein 4-Plus-Kind hätte ich das jetzt auch nicht so gern gemacht. Kommen wir nun zu Platz Nummer 12 und auch dieser Platz war jetzt nicht so schwer zu erraten. Wer hätte es gedacht, es ist der Lego Millennium Falcon Microfighter. Ich glaube, euch allen ist auch bewusst, dass der Millennium Falcon natürlich das beste und coolste Schiff auf Star Wars ist. Und das hat sich Lego eben auch gedacht und hat sich dann gedacht, komm, wir machen einfach noch eine dritte Auflage von dem Lego Microfighter Millennium Falcon. Und für 10 Euro sind Microfighter eh viel zu teuer und jeder kauft sich nur wegen den Figuren. Das nächste Set finde ich jetzt nicht wirklich gut, aber es ist deutlich besser als die vorherigen beiden. Es ist unlogisch, dass ein Tauntaun größer als ein AT-AT ist und überhaupt eine Chance gegen ein AT-AT hat. Dafür sind die Minifiguren ziemlich gut. Kommen wir jetzt zu den, ich klammer mal ein, normalen Sets. Das meiner Meinung nach schlechteste von den ganzen Sets ist das Bad Batch Shuttle, von dem wir bisher nur wenige Bilder haben. Aber trotzdem kann ich daraus schon sehen, dass das Set nicht gut wird. Ich freue mich riesig auf die Minifiguren, aber das Set kaufen werde ich voraussichtlich nicht. Ich finde das Shuttle einfach viel zu klein und für 100 Euro überhaupt nicht gerechtfertigt. Kommen wir nun zu meiner Nummer 9. Auf dem Platz 9 habe ich den Imperial Probe Droid. Ich finde ihn jetzt nicht wirklich schlecht, aber er spielt halt in Star Wars eine relativ kleine Rolle. Das sagt natürlich nicht aus, ob das Set schlecht oder gut ist. Es ist nur persönlich nicht so mein Geschmack. Trotzdem ist es an sich cool und deswegen ist es auf meinem 9. Platz. Kommen wir nun zum 8. Platz. Der ist in dem Fall der R2-D2, der diesen Monat erschienen ist. Er sieht viel besser aus als der alte UCS. Aber er ist einfach viel zu teuer. 199 Euro, insgesamt 200 Euro. Für diesen R2-D2 würde ich im Leben nicht zahlen. Kommen wir nun zu Platz Nummer 7 und das ist das Imperial Shuttle. Als ich das gesehen habe, war ich erst richtig überrascht und wollte es unbedingt haben, aber dann habe ich die Reviews und die Figuren gesehen und dann hat es mich echt enttäuscht. Mein größtes Problem an dem Set ist, dass es keine Funktionen hat. Für mich gehören Funktionen wirklich zu einem Set dazu. Die Figuren sind ganz okay, aber die besitze ich alle schon mindestens zweimal und das nervt mich daran. Und es ist einfach nicht das Imperial Shuttle, von dem wir gehofft haben, dass wir es kriegen. Kommen wir nun zu Set Nummer 6 und ab da an fange ich dann wirklich an, die Sets zu mögen. Auf diesem Platz haben wir die Darth Vader Büste, die einfach 20 Euro mehr kostet als andere Büsten, einfach nur weil es Darth Vader ist. Ganz ehrlich sieht die Figur jetzt wirklich nicht so bombastisch aus, weil sie zeigt einfach zu viel Noppen. An sich würde ich mir die Figur gerne ins Zimmer stellen, also finde ich sie an sich gar nicht so schlimm. Der nächste Platz ist der Scout Trooper Helm. Er hat auch ziemlich viel Noppen, aber dafür sieht er wirklich stylisch aus. Ich überlege mir auch tatsächlich, ihn zu kaufen. Platz Nummer 4 ist ein Set, von dem immer noch keine Bilder bekannt sind. Aber ich muss es trotzdem in die Liste nehmen. Es ist das, ich klammer mal ein, legendäre UCS Republic Gunship. Ich will einfach ein gutes Gunship und auch wenn ich mir für 350 Euro ihn nicht kaufen kann, freue ich mich tatsächlich auf dieses Set, weil ich schätze mal, es kann gar nicht schlecht werden. Ich weiß, die Minifiguren werden jetzt nicht so das Tollste an dem Set sein, aber ich schätze mal, das Modell wird ziemlich gut aussehen. Jetzt sind wir auch schon in der Top 3 angelangt und auf dem 3. Platz steht meiner Meinung nach der kleine bzw.
ziemlich billige TIE Fighter. Ich habe mich gefreut, dass das Set auf den Markt kommt. Es ist einfach ziemlich cool, vor allem die Minifiguren. Es ist billig. Die TIE Fighter haben um die 90 Euro sogar gekostet in den letzten Jahren. Und ich finde das Set einfach super, super cool. Kommen wir nun zu Platz Nummer 2 und in meinen Augen ist das Trouble on Tatooine Set. Als ich gesehen habe, dass dieses Set rauskommt, habe ich es mir direkt am ersten Tag gekauft und das, wer hätte gedacht, nur wegen den Minifiguren. Ich habe ein Grogu, ich habe ein Mandalorian mit Armbedruckung und ich habe einen Sandmensch. Was mich hier richtig nervt, sind diese Beilagen dazu. Ich meine, den Speeder kann man schon gut gebrauchen. Warum nicht die Harpune? Die kommt auch in der echten Folge vor. Aber so ein Tastenhaus, na. Das Einzige, was es hier nicht auf den ersten Platz lässt, ist der Grund, warum so viel Scheiß dabei ist. Und das meiner Meinung nach bisher beste Set des Jahres 2021 ist der X-Wing. Für 50 Euro ist das Set einfach grandios. Die Minifiguren sind cool, das Set ist cool. Ich habe immer noch keinen X-Wing und das ist die Chance, mir endlich einzukaufen. Außerdem ist das irgendwie dieses Jahr das einzig, ich sag mal, normale und wirklich qualitativ gute Set. Und deshalb liebe ich dieses Set. So, das war's jetzt mit dem Ranking. Wenn ihr bis hierher dran geblieben seid, würde es mich freuen, wenn ihr Hashtag WebDoorRanking in die Kommentare schreibt. Das heißt, dass ich weiß, wie weit ihr dran geblieben seid. Und bevor ihr jetzt wegdrückt, ich habe noch etwas für euch. Denn das waren jetzt natürlich nicht alle Sets für 2021. Ich werde euch jetzt noch die ganzen Neuheiten, von denen wir schon ein paar Details wissen, nennen. Das nächste Set, das rauskommen würde, ist wahrscheinlich der Mandalore Throne and Vault. Das Set danach ist der Imperial Troop Transport aus Mandalorian. Danach kommt noch eine Slave One für 49,99, also ziemlich billig raus. Danach kommt der UCS AT-AT für 799,99 raus. Danach kommt das Bad Batch Shuttle, das wissen wir schon, dass es rauskommt. Der Moff Gideon Scrutle für 160 Euro kommt raus. Der Mandalorian Fighter für 59,99. Ein unbekanntes Set mit der Artikelnummer 75319 für 29,99 ist wahrscheinlich der Adventskalender. Und noch eine Meditations Kammer von Darth Vader. Da wissen wir aber noch nicht, wie viel es kosten wird. So, das war's jetzt aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nämlich auch ziemlich viel Aufwand, das Video zu schneiden und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne auch euer Ranking, eure Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr da so über die Sets denkt. Und jetzt würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video. Voraussichtlich nicht.